Was geht? Mein Name ist Gabor Jali. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich zusammen mit Pascal. Wir besteigen heute den großen Widderstein. Der ist 2533 Meter. Ich habe richtig Bock. Der hat mich hier gezwungen, dass wir um 4 Uhr morgens aufstehen. Der Verrückte. Aber ich glaube, das wird eine geile Tour. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Wir schauen mal, wie es wird. Ich versuche ein paar geile Aufnahmen zu machen. Vielleicht sehen wir auch ein Murmeltier oder so. Ein paar wilde Tiere wären schön. Und ja, die Tour kann jetzt beginnen. Wir sehen uns dann beim Aufstieg. Also richtig paradiesisch hier. Bis jetzt somit einer der schönsten Wanderwege zu Beginn schon, an denen ich je gelaufen bin hier. Ach ja, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Unsere Route, wir fangen an mit dem Bad auf dem Parkplatz. Dann über den, wie heißt das, Seekopf? Seekopf, genau. Seekopf. Und dann gehen wir hoch auf den großen Widderstein. Und zurück geht's über welches Tal, wie heißt das? Gemseltal. Übrigens ist auch mein erster Berg, den ich in Österreich besteige. Davor war ich immer nur in Deutschland, in Marokko oder sonst irgendwo. Aber bis jetzt gefällt es mir hier sehr gut. Was richtig schön ist, wir haben bis jetzt noch keine einzige andere Person gesehen, außer uns. Klar, wir sind früh am Morgen, aber normalerweise gibt es ja immer noch ein paar andere. Aber wir sind wirklich komplett alleine hier und da ist der Berg. Sehr schön, gefällt mir gut. Die Sonne scheint jetzt durch den Berg, sieht richtig geil aus. Wir haben gerade hier einen Schluck genommen vom Bach und da oben ist schon der Seekopf. Wir sind recht zügig immer noch. Boah, das sieht so schön aus. Wir laufen mal weiter. So Leute, ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Bis jetzt ist die Tour wirklich eine der schönsten, die ich gemacht habe. Schaut euch das an. Jetzt ist der Widderstein schon ganz groß. Ganz schön neugierig hier. Sehr süß. Wir sind gerade auf dem Anstieg zum großen Widderstein. Ganz schön steil ist es. Meinung? Jetzt geht's los. Wird geil. Macht Spaß. Wir haben noch 200 Höhenmeter. Dann sind wir da oben. Laufen wir weiter. Da vorne ist das Gipfelkreuz. Und happy, dass du es geschafft hast? Ja, Mann, voll. Geil. Nicht mehr lang. Dann sind wir durch. Nur noch dieses kleine Stück hier vorne hoch. Und dann sind wir am Ziel. Dann nur noch sicher nach unten kommen. Aber sollte kein Problem darstellen. Wir passen auf. So, wir haben es geschafft. Ich muss mal hier rüberkommen. Und jetzt, Bro, happy. Stark, Junge, stark. Haben wir durchgezogen, 2533 Meter, jetzt gibt es erstmal eine Pause, ein bisschen chillen, die Aussicht genießen. Yeah. Geil. Sehr geil. Hier ist echt mit Abstand der höchste Berg, ne? Ja. Jo, wir sind wieder auf dem Weg nach unten. Oben war es schön, wir haben ein bisschen entspannt, was gegessen, was getrunken. Jetzt wieder voller Energie geht es nach unten. Abstieg geht bis jetzt, ist ein bisschen steil, aber wenn man langsam macht, ist das auf jeden Fall kein Problem. Der
So, wir sind jetzt so gut wie vorm Ziel. Das Problem war jetzt, wir haben nichts gefilmt, weil der Weg einfach nur zum Kotzen war. Es war beschrieben, er ist sehr schön und alles, aber er war überhaupt nicht schön. Es war die ganze Zeit nur Geröll, man ist immer weggerutscht, hat keinen Spaß gemacht. Aber jetzt kommt wieder eine angenehme Strecke und dann nehmen wir euch natürlich wieder mit. Wow, was für ein wunderschöner Weg. Bro, Meinung zum Abstieg, seitdem wir an der Alm waren? Bro, lass nicht drüber reden. Da waren wir einfach oben drauf. Wir sind jetzt endlich wieder unten. Angenehmer Weg. Noch 1 Kilometer bis zum Auto, oder? Und dann haben wir es geschafft, durchgezogen. So, ich habe nur nach 2 Tagen festgestellt, dass ich gar keine Abmoderation gedreht habe mehr. Deswegen kommt jetzt noch schnell eine. Ich möchte mich nochmal vielmals bei Pascal bedanken, dass er mich begleitet hat auf dieser Reise. War sehr freundlich von ihm, war cool, dass er mich mitgenommen hat. Noch ein kurzes Feedback zu dem Berg. Es ist eine der schönsten Routen, die ich je gelaufen bin, aber auch eine der gefährlichsten. Ich würde niemandem raten, dass er diesen Berg machen soll, wenn er nicht die nötigen Fähigkeiten dazu hat. Aber wenn man einigermaßen fit ist, trittsicher und schwindelfrei, schafft man diese Route auf jeden Fall. Letztendlich möchte ich nur noch mich bedanken fürs Zusehen. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag und wir sehen uns nächste Woche zum neuen Video. Bis dann, ciao.